So, ein sehr stacktes Game, auf jeden Fall, ja. Ich hab sie interrupted. Let's go, baby! Seht ihr den Tunnel? Ah, ah, ah! Mr. Maulwurf! Ah, ah, ah! Nicht den Tunnel nehmen! Who's that Pokémon? It's no way for you! Was haben wir denn hier? Gegen Syndra ist Zix die beste Wahl. Ich bin Toplane. Gegen Renekton ist Zix die beste Wahl. I like it versus Rene. Das ist eine Lüge, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh mein Gott, wir spielen mit Mickey X und Maggie Felix. Oh nein. Oh mein Gott. Ja, Bussi Boys. Oh no, oh no. Ach, zu scheiße. Gegen den Fabivan. Aber der Fabivan wird jetzt in der Mitte MR-Runen dabei haben. Und das Krokodil wird Armor-Runen dabei haben. Und dann kickt der Zix richtig rein, Leute. Okay, okay, okay. Das ist ein richtig krass stacktes Game, ja. Das ist ein richtig, richtig krasses Game. Das kann, nee, ich glaube nicht, dass das Mickey X noch ist. Das ist, glaube ich, jemand, der sich so genannt hat wie er früher. Aber das ist auch irgendein sehr guter Spieler. Ich habe noch gesagt, wir sind... Mein Gehirn ist echt nicht da, ne? Es ist echt crazy, wie mein Gehirn nicht da ist. Ich bin einfach so... Es ist so heiß. Ich kann nicht klar denken. Ich kann einfach nicht klar denken. Es ist unglaublich. Und da super gut mag ich Felix im Team zu haben. Ja, aber Zix Toplane spielen ist nicht so gut, weißt du? Ich habe einfach... Ich dachte, ich bin Mitte. Wir waren heute, also wir werden jedes zweite Game geautofilled oder Secondary Rolled. Das ist echt abartig, ey. Also komm, es sind 22 Grad. Ich schwitze so sehr, es ist so unangenehm. Mein Raum hat bestimmt 40 Grad, ey. Stoßlüften kann ich nicht. Ja, außer ich muss alle Lichter ausmachen dafür, sonst kommen die ganzen Mücken rein. Wollt ihr doch eine Klima, mache ich, ja. Also ich hab lange gesagt, ich will keine Klimaanlage haben, aber ich überlebe, glaube ich, diese Sommer nicht mehr. Weil es wird ja auch immer wärmer werden. Oder nicht? Also ich glaube nicht, dass ich überleben würde. Oh, really? Wir spielen gegen Fabivan. Da, Fabiantje. Sehr großzügige Hitbox da für uns. Let's go, baby. Das ist natürlich Armor-Runde dabei, was nicht ganz optimal ist, ne? Er geht für den Early Lost Chapterer. Richtig spicy Game hier. Also richtig heiles Game. Schade, dass wir nicht mal Mitte dürfen. Och, Maggi Felix. Sorge mir. Das sehe ich aber gar nicht gerne. Mal kurz resetten. Die Rexer ist Topseite. Er muss TP'n. Exzellent. Wait, ist unser Jungler, ist das nicht Joko? Oder wie der heißt? Ist das nicht so ein französischer Pro-Player? Ja, ne? Ja, die sind nur als oben. Die haben TP-Advantage rausgespielt. Let's go, Leute. Wie kann es denn sein, dass wir Syndra gegen Zix Toplane spielen und kein Jungler sich denkt, ey, da steppe ich mal für einen Freekill vorbei? Ich meine, ich bin ja auch ein Freekill. Also ich meine, das muss beidseitig. Wir sind doch beide Freekills. Wir sehen jetzt Rexer, das heißt, jetzt dürfen wir Form walken. Nice. Let's go, Leute. Keep it up, keep it up. Ja, hier die OE schnell reinpushen. Das ist ein richtiges, das ist endlich mal ein richtiges Hilo-Game, ja. Mit Zix gegen Syndra Doplane. Fuck, wenn ich das sidestep, ist er einfach tot, ne? Bitte sag mir, du killst den Lilia, please, mach mich stolz. Oh, der hat ein Spiel, ich hätte den Action gekillt, wenn ich den Stunts habe. Bin gespannt, was die für ein Item hat. Hat die schon ihr volles Lootens jetzt? Lol, der ist ja den geklaut. Ja, aber die sollte hier sehr, sehr screwed sein. Ja, ich lass dir doch den Kill. Okay. Calm down, Bro. Hello there. Nein. Fuck, wo kommt die denn her? Ich hätte doch hier sogar ein Wort, da ist die nicht drüber gelaufen, ne? Aber dafür kriegen sie leider sehr, sehr viel her. Jetzt, wie sieht's hier auf der Karte aus? Also wir sind im Jungle, sind wir even, Mitte sind wir even, Botlane sind wir... Wir sind actually auf allen Positionen ziemlich even, ne? Möchte ich mal erwähnen. Das ist actually noch zu shabby hier. Enemy.
Mann, ich habe die Platte habe ich auch nicht gekriegt. Ein HP hatte die Platte. Okay, jetzt sind wir gerade überall gestorben auf der Map. Jetzt sind wir nicht mehr so neutral. Muss ich leider sagen. Okay. Ja, nur gut. Wie spielen wir das am gescheitsten? Ich bin auf jeden Fall nicht mehr fein gegen diese auf der Sideline. Ich muss eigentlich einfach weiter vorne, nach vorne bruisern, ne? So bitter das ist. Der kann es halt aus jedem Busch raus schießen, der Boy. Das hilft nichts. Natürlich, dass mehr wert ist wäre. Was? Was? Wie hat mich denn der Stun getroffen, hä? Ich meine nicht, dass es was ändert, ne? Weil ich kann nicht flashen, weil sie eh noch Ulti hält, die Rek'Sai, aber... Also, der war doch komplett daneben, der Stun. Wie hat ich mich getroffen? Wir haben ja den Turret mit Bounty gekriegt. Wir können theoretisch jetzt runterporten und können da weiter pushen. Yes, hier weiter pushen. Ich würde super gerne den Bob-Turret mit Bounty auch noch nehmen. Brauchen wir gar keinen. Wir haben einen Tier 2 gekriegt, leider. Was machen die Gegner als nächstes? Wir würden gerne den Mid-Turret nehmen. Die wollen den Tier 2 Bot ziemlich sicher haben. Können uns Shadow Flame holen und dann können wir gucken. Wir brauchen Rubber und Void, brauchen wir halt wie immer. Okay, der Ocean Drake spawnt gleich. Na, unser Ezreal ist extrem strong tatsächlich. Aber die Xayah ist halt ein absolutes Biest auch. Was? Shit, let's go. Oh, das war huge. Das war huge. Da war der dicke 6 Damage. Leider habe ich die eine Bombe mistimed, aber ansonsten haben wir alles gehittet da. Oh, fucking nice, Leute. Die Hütchen in den Chat. Das war fucking nice. Zurück einmal. Da haben wir denen ihre Backline richtig gehopst, ja. Die sind alle instant aufgeplatzt. Jetzt als nächstes gehen wir erstmal hierfür. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Leute, Maggi ist fett. Wir haben Ezreal Rakan. Wir brauchen noch eine gute Combo, dann kriegen wir die Seele. Wenn wir jetzt keinen großen Blunder machen, ne, dann können wir einfach nachher mit dem... Also, wir dürfen den nur nicht Nash geben hier. Wir können ihn sehen. Shit, der Poke, let's go. Kriegen wir Nash? Solche Games habe ich so vermisst, ne. Habe ich gut gespielt mechanisch auf der Lane? Nee. Aber es ist einfach so geil. Es gibt wirklich Makro hier, ne? Es gibt wirklich Entscheidungen. Hier werden Sachen gemacht. Habt ihr gesehen, wie beautiful die den Nash-Fight gespielt haben und gepokt haben da? Und keine Panik hatten. Oh, diese Games habe ich so vermisst in Korea. In Korea ist jedes Game nur Fiesta. Es ist genau das, wofür man eigentlich Nordamerika kennt, ist in Korea die ganze Zeit, ne? So, ein sehr stackedes Game. Auf jeden Fall, ja. Ich hab sie interrupted. Let's go, baby. Seht ihr den Tunnel? Ah, ah, ah. Mr. Maulwurf. Ah, ah, ah. Nicht den Tunnel nehmen. Diese Hitze killt mich, ne? Ich kann immer noch nicht richtig denken. Sie sind nur im Busch. Nee. Und machen Coverplay auf der Topseite. Es wird doch nicht Makro-Games geben. Wir müssen unbedingt High Challenger kommen, Leute. Wir müssen pushen. Rek'Sai ist ja so geil zu spielen. Rek'Sai ist doch keine Frau. Klar, das ist die Königin des Voids oder so. Hier ist Rek'Sai eine Frau. Das ist eine Boss-Lady ist das. Big Bad Boss-Lady. Jetzt nicht gecatcht werden in der Rotation. Und dann spielen wir jetzt hier an. Uiuiui. Run, you fools. Uiuiui. Mitte anpushen. Wir haben einen Catch. Sehr, sehr schön eingefädelt. Damit sie Mitte keinen Counterplay haben. Und jetzt müssen wir nur in eine flankierende Poke-Position müssen wir jetzt. Lassen die jetzt hier nicht passieren. Damit haben wir Seele. Okay. Und jetzt können wir einen Siege vorbereiten. Jetzt müssen wir schauen, wo sind noch die Tier 2 Turrets ab. Jetzt können wir einen Split machen. Aber die werden wahrscheinlich die Topwave nutzen und beantworten. Genau. Das heißt, wir können jetzt in der Mitte erstmal vorgehen. Müssen Topseite aber aufpassen. Aktuell haben sie keine Flankmöglichkeiten ohne Syndra. Jetzt nehmen wir hier den Turret. Wir sollten den Siege weiter fortführen. Ohne Syndra ist kaum Gefahr, kaum Engage. Rek'Sai kann für eine Flank schauen. Aufpassen mit den Federn. Genau, und jetzt können wir in den Bot-Tier 3 auch noch reingehen. Hinter uns wurde gecovert. Jetzt müssen wir bloß aufpassen wegen Syndra. Erstmal zurückhalten, wenn möglich.
Nö, drei sind tot. Erexa respawn. So, jetzt sollten wir dann für Top Tier 2 gehen. Velkos männlich? Ich habe keine Ahnung, ob Velkos männlich ist. Ich dachte immer, dass das mehr so Dinger sind, ehrlicherweise. Ich muss kurz nur gucken, wenn die sich zeigen, dann muss ich 10 TP durchziehen, ansonsten pushen wir ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass Velkos halt einfach, also, das ist ein fliegendes Tentakelmonster, ne? Gibt es nicht irgendwie die Pastafari oder so? Die würden sich richtig feiern, wenn sie das fliegende Spaghetti-Monster sehen. Das ist so eine Gruppe, die glauben doch an so ein Spaghetti. Die Syndra ist Mitte, die Senna ist Mitte. Wir sind unten mit 2. Der Drake spawnt. Kann ich hier einen kleinen Catch anspielen auf die Senna? Ja, gibt's hier? Also ich habe hier ihr Edge, ne? Dann ist sie danach natürlich Futter. Die Federn sind scary. Wir haben Ocean und Radiant am Ticken. Also. Der Ball ist wieder gecatcht. Der Fehlbewegung spielt richtig einen auf für unser Team. Nice. Reset. TP ist ready. Void Stuff jetzt. Und vielleicht sogar für ein Mid-Siege gehen hier. Bloß aufpassen wegen Syndra und Rexal-Flanks und so ein Kram. Also wenn wir die spotten könnten, wäre sehr nice. Wir haben Syndra gespottet. Das hat sich zum Glück verklickt. Da habe ich bösen Fehler gemacht eigentlich. So ein Feuerball, Junge. Alter. Holy shit, hat das Game. Das hat so Spaß gemacht, ne? Solche Games habe ich so vermisst, ne? Wo du einfach nicht in Korea jedes Game dieses 5 Minuten Gesicht paddeln, ne? Jedes Game. Das war so ein richtig. Ich meine, natürlich ist das mechanische Level niedriger als in Korea, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Wobei auch ein paar sehr krasse Plays hier gemacht wurden, vor allem von dem Ezreal, fand ich. Aber es ist halt, also, dass du einfach halt Games mit Strategie hast. Wo du so das Gefühl hast, dass Entscheidungen einen Impact haben aufs Spiel und so. Das fühlt sich schon sehr, sehr geil an, muss ich sagen. Das fühlt sich wirklich sehr, 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 sehr geil an. Warum hast du in Korea auf dem Boden gepennt, weil ich kein Bett hatte? Oder was meinst du? Ist das mechanische Level wirklich so viel? Ja, die Koreaner sind schon besser. Also da muss man, ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen ehrlich sein. Die sind schon besser. Okay, wir haben wieder 21 Billionen Kekse. Das ist aber nicht besonders viel, ne? Wir machen nur 17 Millionen Kekse? Pro Sekunde ist ja nix. Warum bin ich so schlecht in diesem Spiel? Weiß nicht, ich bin echt schlecht. Ein paar Omas noch kaufen vielleicht? Irgendwie, ich komme nicht so wirklich voran hier. Schaut euch das an, wie wenig die Kekse, die gibt, die gehen ja gar nicht nach oben. I'm talking way too loud. And if you don't like the sound, you could just tune it out. Who you